18, nämlich Munkar und Nakir alayhis salam. Na, die wurden auch Munkar und Nakir in Hadith erwähnt, der authentisch ist. Sagt der Prophet Muhammad, إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَ الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ. Also wenn der Tote begraben wird, dann werden ihm zwei schwarze, blaue Engel kommen. Schwarze, blaue Engel kommen. Der eine wird Munkar genannt, der andere النَّكِير. Ja. Und diesen beauftragt, um zu prüfen, diese Prüfung in Grab, wovon man immer Zuflucht sucht. Man sucht Zuflucht nicht, dass die Prüfung passiert, sondern dass man nicht antwortet. Und hier sagt Allah SWT, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Allah SWT befestigt die Gläubigen mit der festen Aussage. Das ist die feste Aussage, die man im Grab sagt, wenn man gefragt wird, wer ist dein Herr, was ist deine Religion und was sagst du diesem Mann, der zu euch geschickt worden ist, und der Gläubige mit Befestigung von Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah ist mein Herr. Und Islam ist meine Religion. Und derjenige, der uns geschickt worden ist, Muhammad, der Gesandte Allahs. Die Prüfung ist nicht zu Ende. Sagt er, was lässt dich wissen? Was lässt dich das wissen? Woher weißt du das? Das ist eine Frage im Grab. Was lässt dich das wissen? Der Gläubige sagt, ich habe das Buch von Allah gelesen und ich habe das bestätigt. Deswegen, vergiss das nicht, eure Religion richtig zu lernen. Dass durch das Wissen, was man sich aneignet, befestigt man seinen Glaube auch. Man braucht das Wissen, um seinen Glaube zu befestigen. Deswegen, was wir alles im Koran lesen, von Eigenschaften von Malaika, von Eigenschaften von Allah SWT. Das gibt dir noch stärker der Glaube an Allah, an seine Engel, an seine Religion, an den Propheten Muhammad SAW, dass dir keine Zweifel kommen. Aber was auf jeden Fall gefährlich ist im Grab, dass du einfach so, weil deine Eltern Muslim sind, hast du einfach so jetzt, ohne irgendwas zu verinnerlichen, sagst du Muslim. Ohne irgendwas zu verinnerlichen, sagst du Muslim. Wenn dir die Frage kommt, was lässt dich wissen, dann ist das gefährlich. Deswegen ist sozusagen die seine Verankerung der Religion in sein Herzen wichtig. Dass man glaubt und bestätigt, dass man sozusagen keine Zweifel an diesen Angelegenheiten hat. An Allah, an seinen Engel, an Allah, an seine Religion und an seinen Propheten. Weil da wird gefragt. Da wird gefragt und der Prophet Muhammad beschreibt diese Fitna, das ist ja nicht eine einfache Frage, sagt, die ist ähnlich wie die Fitna von Dajjal. Was ist der Unterschied zwischen Fitna von Dajjal und die Fitna von Grab? Die Fitna von Dajjal, da kann man fliehen. Aber im Grab, wo willst du fliehen? Fitna von Dajjal, was sagt uns der Prophet Muhammad? Wer von ihnen hört, soll weg. Wer von Munkar und Nakir hört, was soll er machen? Die setzen dich. Du sitzt jetzt und wirst gefragt. Und wenn der Prophet Muhammad sagt, das ist so ähnlich wie die Fitna von Dajjal, dann hilft dir nur deine feste Glaube. Und die Befestigung von Allah SWT in diesem Moment. Deswegen der Prophet Muhammad SAW, er weiß, dass Sahaba gestorben sind und Sahaba einen großen Iman und so weiter und so fort. Und sagt zu seinen Gefährten, als er am Grab war, fragt für euren Bruder um Befestigung. Fragt für euren Bruder, was ist euer Bruder? Ein Sahabi. Einer, der einen großen Wert bei Allahs Mutter hat. Ein Sahabi ist nicht wie wir, er ist einer von uns in dieser Zeit. Und sagt der Prophet zu den Sahaba, fragt um euren Bruder, für euren Bruder um Befestigung. Deswegen die Dualität der Gläubigen zueinander, dass sie sich gegenseitig die Dua machen, dass sie die Janaza kommen, dass sie Dua machen für ihre Brüder, dass Allah sie befestigt, wenn sie gefragt werden, und dass sie selber für sich arbeiten, wenn sie in den Grab kommen, dass Allah sie auch befestigt. Die Befestigung kommt, bevor du ins Grab kommst. Befestige dich jetzt.
mit dem korrekten Glauben, lern die Aqidah, nimm das nicht sozusagen auf leichte Schulter, lern die Aqidah, lebe nach dieser Aqidah und arbeite an deiner Befestigung im Grab, dass Allah dich dann auch mit Belohnung befestigt.